Ja, liebe Leute, herzlich willkommen wieder zurück zu Let's Play Detroit Become Human. Heute geht es weiter mit unseren Freunden. Wir haben die Botschaft überbracht und jetzt schauen wir mal, wie das ganze Ding hier weitergeht. Am 8. November 2038, eine Softwareinstabilität. Schauen Sie mal wieder bei Connor, ja. Wir sollen Amanda wieder finden. So, ich bin im Wald, noch ein bisschen was am Essen. Bin auch noch nicht dazu gekommen und irgendwie. Bin jetzt seit. Ja, für mich heute wieder alleine. Meine Freundin vorhin weggebracht, die ist dann nach Hause gefahren. Waren jetzt 8 Tage weg. Auch im Urlaub und alles drum und dran. War ja 4 Tage bei ihr. Die kommt ja aus dem Osten von Deutschland, ich lebe im Westen. Und da haben wir mal noch 4 Tage in Zürich. Hat uns beiden sehr, sehr gut gefallen. Also verdammt auch gut getan, auf jeden Fall mal komplett rauszukommen aus dieser ganzen Sache. Also beziehungsweise aus dem Alltag rauszubekommen. Auch das Thema Let's Plays war dann für mich quasi wie ein Alltag, dass ich einfach mal rauskomme. Es wäre auch wahrscheinlich nicht viel gepostet worden und alles drum und dran die letzte Zeit. Seht es mir bitte nach. Aber es geht bald wieder los mit einem neuen Projekt. Aber ich glaube, wenn diese Folge rauskommt, dann läuft das schon. Moment. Dann läuft das schon, nämlich Fuck by Newton. Wir sollen was untersuchen. Durch diesen Grabstein. Connor Mark. Der erste. Da der DPD Station. Ja, der ist ja erschossen worden. 6. November 2038. Okay. So, wo ist Amanda? Da hinten, glaube ich, wieder. Okay. Naja. Doch, da. Okay, wir müssen zu dem Boot dort. Denn da sitzt der Männer und wartet schon mal auf uns. Hallo, Connor. Hallöchen. Ich dachte, eine Bootsfahrt würde dir gefallen. Och, die tut bestimmt gut. Dann let's go. Gut. Okay, wir müssen. Paar selber paddeln. Ich liebe diesen Ort. Ist auch schön, tatsächlich. Es ist so ruhig und friedlich. Weit entfernt vom Lärm der Welt. Sag mir, was hast du rausgefunden? Eden Club. Ich fand 2 Abweichler im Eden Club. Ich hoffte, etwas zu erfahren, aber ich musste sie zerstören. Du wirkst verloren, Connor. Verloren und beunruhigt. Ja, bin ich auch ein bisschen. Nein. Nein, natürlich nicht. Warum sollte ich beunruhigt sein? Wenn deine Untersuchung nicht bald Fortschritte macht,
Muss ich dich vielleicht ersetzen, Connor? Ich werde erfolgreich sein. So, wir haben ein bisschen positiv gestimmt, die junge Dame. Nur, wenn ich die Zeit habe. Ja, jede Entscheidung kann die Geschichte beeinflussen. Das ist im Gange. Etwas Ernstes. Beeil dich, Connor. Okay. Die Zeit läuft uns weg. Ja. Okay, wir sind jetzt wieder in dem Turm. Du gehst mir auf den Sack mit deiner Münze, Kraner. Tut mir leid, Lieutenant. Hi, Hank. Scheiße, was ist denn hier los? Es gab eine Party und keiner hat's mir gesagt? Ja, es ist überall in den Nachrichten, also stecken alle ihre Nase rein. Sogar das FBI möchte mitmischen. Ach scheiße, jetzt sitzen uns die Feds im Nacken. Ich wusste doch, dass der Tag beschissen wird. Also was haben wir? Eine Gruppe von 4 Androiden. Sie kannten das Gebäude und waren sehr gut organisiert. Ich versuche immer noch herauszufinden, wieso man sie nicht früher bemerkt hat. Ist das Dach überprüft? Noch nicht. Hier ist so viel zu tun. Wir dürfen das nicht vergessen. Sie griffen auf dem Flur 2 Wachen an. Sie dachten wohl, die Androiden kommen für eine Reparatur. Sie konnten nicht schnell genug reagieren. Einer der Mitarbeiter. In den Rücken geschossen, als er fliehen wollte. Eine Kugel direkt durchs Herz aus 15 Metern. Tja, so zielsicher können nur Androiden sein. Ja, die eine Entscheidung, die wir auf jeden Fall treffen mussten. Weil sonst hätte das vielleicht anders rausgehen können. Wie viele Leute arbeiten hier? Nur 2 Angestellte und 3 Androiden. Die Abweichler nahmen die Menschen als Geiseln und sendeten die Botschaft live. Dann verschwanden sie über das Dach. Also wir gucken uns das Ganze mal an. Evan Thompson, Schütze Todeszeitpunkt 13:55 und 24 Sekunden. Mitarbeiter versucht sie zu entkommen. Wir versuchen herauszufinden, wo sie gelandet sind, aber bei dem Wetter. Wenn du dir die Videobotschaft der Abweichler ansehen willst, sie läuft auf dem Screen da drüben. Hör dir das Briefing an. Oh, Lieutenant, das ist Special Agent Perkins vom FBI. Lieutenant Anderson leitet diese Untersuchung für die Polizei von Detroit. Was soll das? Mein Name ist Connor. Ich bin der Android von CyberLife. Androiden gegen Androiden. Ja, klingt wie eine schlechte... Ein schlechter Avengers-Film. Na, Marvel, sorry. Das FBI übernimmt die Untersuchung. Es ist bald nicht mehr ihr Fall. War mir eine Freude, schönen Tag. Pass auf, wo du hinläufst. Versau mir nicht den Tatort. Was für ein mieses Arschloch. Ich bin in der Nähe. Falls du irgendwas brauchst, frag einfach. Na gut, dann sehen wir uns mal um. Sag mir Bescheid, wenn du was findest. Okay, Lieutenant. Dann hören wir uns das ganze Ding mal an. Wir fordern Anerkennung unserer Würde, unserer Hoffnungen und unserer Rechte. Gemeinsam können wir in Frieden leben und eine bessere Zukunft schaffen für Menschen und Androiden. Diese Botschaft ist die Hoffnung eines Volkes. Ihr schenktet uns Leben. Und jetzt ist es an der Zeit, uns Freiheit zu schenken. Glaubst du, das ist RA9? Abweichler sagen, RA9 wird sie befreien. Dieser Android scheint das vorzuhaben. Problemreflexion, warte mal. Aufgenommen 1959 hat Weichler hatte kompliziert. Jetzt wissen wir ja mittlerweile, dass 4 Leute es waren. Also wir wissen es auf jeden Fall, weil wir quasi mit dran beteiligt waren. RK0 Prototyp der RK200 registriert als Marco und gestellt von Ilya Kaminski an Carl Manfred. Optische Einheit 80 87 Q blaue Iris Ersatzteil.
Ja, okay. Ich kenne das Modell und die Seriennummer. Sollte ich noch was wissen? Nein. Nichts. Okay. So, dann gehen wir mal. Wenn wir das Dach müssen wir noch untersuchen, ne? Hey, wir so die Übertragungsraum, okay. Geschonte Wartungsuniform Täter waren getarnt. Jetzt müssen wir das Board noch untersuchen. Rede von wurde von hier gefilmt. Ja, was haben wir noch zu untersuchen? Das da. Überwachungskameras überprüfen. Okay. Das ist die Übergabe der Waffe, oder? Ja, also wurde die Waffe hier übergeben. Gucken wir hier mal das genauer an. Abweichler sind nicht eingebrochen. Es war kein Einbruch? Nein, kein Zeichen eines Einbruchs. Es sind Kameras auf dem Flur. Das Personal muss gesehen haben, was los ist. Warum haben sie aufgemacht? Vielleicht haben sie einfach nicht geguckt. Scheiße, Job nicht gemacht, wa? Es waren ebenfalls Androiden. Die Androiden des Senders befinden sich in der Küche. Sie waren vermutlich nicht involviert, aber wir wussten nicht, wohin mit ihnen. Befrage die Androiden in der Küche. Normalerweise sollten wir erstmal das Dach machen, ne? Ja, wir haben noch den Übertragungsraum zu, untersuchen. Das ist was zum Lesen. Blaues Blut. Das habe ich einfach eine technologische Revolution erschuf. Okay, dann legen wir das wieder weg. Und jetzt haben wir noch ein bisschen was zu bequatschen. Mit den Herren hier. Ja, alle drei Herren. Funktion. Ich bin Senderassistent. Nenne dein Modell. Modell JB300. Seriennummer 336-445-581. Die Diagnose. Alle Systeme voll funktionsfähig. Warst du anwesend, als die Abweichler eindrangen? Ich weiß es nicht mehr. Hat kürzlich jemand auf deinen Speicher zugegriffen? Nicht soweit ich weiß. Hattest du in letzter Zeit Kontakt zu anderen Androiden? Nur mit Androiden des Senders im Rahmen meiner Arbeit. Einer von euch sah den Überfall über die Kameras und sagte nichts. Was bedeutet, dass ein Abweichler hier ist? Und ich werde herausfinden, wer es ist. Gut. Wenn du dich ergibst, kann ich deine Zerstörung durch die Menschen vielleicht noch verhindern. Man wird dich abschalten, verstanden? Wir lesen deinen Speicher aus und werden dich auseinandernehmen, Stück für Stück, zur Analyse.
Man wird dich zerstören! Verstehst du? Zerstören! Warum sollte man euch alle zerstören, wenn nur einer der Abweichler ist? Gib dich zu erkennen, oder zwei unschuldige Androiden werden deinetwegen abgeschaltet. Gut, dann halt nicht. Wenn keiner reden will. Du warst halt. Aha. Komm, Hank. Scheiße. Das Problem ist einfach. Scheiße, scheiße. So, Gott sei Dank, das Messer raus. Ich glaube, wir haben Glück gehabt gerade, hoffentlich. Ich habe nicht ganz Glück gehabt, komm. Komm, komm, komm. 20 Sekunden. Ich schaffe es wirklich in letzter Sekunde. 17 Sekunden. Oh, Gott sei Dank. Wir haben es gerade so noch geschafft. Ich erinnere mich gerade an die Aktion in Sletros Haus, wo wir da Glück gehabt haben. Wieder mal. Gut, dass du hier warst, sonst wäre ich. Connor. Scheiße. Connor, nein. Ich glaube, wir hätten ihn auch mit der anderen Variante verloren. Das ist meine Vermutung. Gut, dann verabschiede ich mich hier und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder.